Ja, also ich habe mal wieder eine schöne Unterkunft gefunden in der Türkei. Und ja, schöne Landschaft rundherum. Wobei es gibt ein paar Punkte, die mich schon ein bisschen stören hier. Zum einen ist da, also hier die Tür. Ja. Die schließt überhaupt nicht richtig. Ja. Und dann, was das Schlimmste ist, ist nämlich hier vorne direkt die Hauptstraße, ja. Und da ist jede Menge Verkehr. Da stand nichts von der Beschreibung. Jetzt gerade ist ein bisschen weniger, aber wenn die LKWs vorbeifahren, das merkst du dann schon, ne? Naja. Also da weiß ich nicht. Da gebe ich dann nochmal eine, ja, Bewertung ab, aber das gibt auf jeden Fall dann einen Abzug, ne? Naja. Ja, und was die sanitären Einrichtungen angeht, naja, gut, also das ist halt so, du hast hier hinten ein Badezimmer, aber es gibt halt weder Wasser noch Licht, ne? Also das ist schon problematisch. Und der Toilettenschlüssel gibt auch nichts. Also das ist nicht so luxuriös jetzt hier ausgestattet. Aber naja, also ich würde sagen, gut befriedigen. Befriedigen kann man sagen. Ja. Ich bin wem davon natürlich keine Angst haben. Das Wohnzimmer wiederum ist eigentlich echt gemütlich. Hier hat es eine schöne Sitzecke. Ne? 5 Personen haben hier Platz. Und gut, das Fenster ist im Prinzip der Fernseher. Ne? Also da kann man dann rausschauen, die Landschaft genießen. Das ist eigentlich echt nett gemacht, muss man sagen. Ja, doch. Naja, wenn ich gerade schon mal meckern bin, also muss ich ja schon sagen, hier wurde gerade frisch gestrichen. Ja? Also hier steht noch der Eimer Farbe. Und dann haben sie hier hinten eine ganze Ecke ausgelassen. Ne? Also, das verstehe ich einfach nicht. Ne? Frisch gestrichen und dann die Ecke einfach nicht gestrichen. Also das, ja, das muss man einer erklären. Tja. Ja, dann mache ich gerade weiter mit dem Meckern. Ne? Also, und dann haben sie hier im Übergang vom Flur zum Wohnzimmer einfach so ganz billiges Linoleum genommen. Also da hätte man dann echt, weiß ich nicht, wenigstens ein Laminat nehmen können. Ne? Also das ist echt, tja, gespart am falschen Ende, würde ich sagen. Naja, gut. Wenigstens der Garten ist einigermaßen schön. Ne? Also ja, das entschädigt für vieles. Mit Dachterrasse stand in der Beschreibung. Aber was nützt einem die schönste Dachterrasse, wenn gar keine Möbel dazu da sind, ne? Ja. Da ist natürlich toll, kann man sich auf den Boden legen. Echt super. Und dann ist natürlich auch hier hinten auf der im Garten hat es eben auch keine Möbel und nicht mal einen Sonnenschirm. Also da muss ich sagen, bin ich jetzt echt ein bisschen enttäuscht. Trotz aller Kritik, unterm Strich ist die Villa dennoch zu empfehlen und bietet ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Liebevoll gestaltete Räume wie die gemütliche Wohnküche lassen euch schnell heimisch werden und garantieren ein unvergessliches Ferienhauserlebnis.